Mein Mann ist rechtzeitig gelähmt, Arm und Bein, kann also nicht laufen und nicht sprechen. Anfangs habe ich für jede Schreien und Unwohlsein meines Mannes am Bett gestanden und einfach nicht gewusst, was los ist. Und es hat lange gedauert, auf Reden der Ärzte, Psychologen. Man muss Faust in der Tasche rausgehen. Man muss sich aus dieser Situation wegnehmen. Und das hat lange gedauert. Da habe ich dann manchmal draußen gesessen auf der Treppe und habe geweint, weil ich es nicht mit anhören konnte. Ich bin einfach raus. Also ich habe festgestellt, dass er gerne hingeht. Ich hatte schon Angst, dass er da gerne nicht hingehen würde und hatte mir schon das Schlimmste ausgemalt, wenn er da jetzt nicht mit Freunden hingeht, dass wir hier so Terroraktionen haben. Aber er geht selbst gerne hin. Ich nehme an, dass die da ein bisschen mehr Zeit für ihn haben, weil ich habe ja hier auch eine Wohnung, kochen, 4 Mahlzeiten am Tag zubereiten, waschen, die ganze andere Hauspflege. Darum nehme ich an, dass er gerne dahin geht, weil man sich da mit kümmert und er sitzt mit Gleichgesinnten am Tisch. Ja, die Entscheidung ist ja praktisch mehr oder weniger aus der Not entstanden, ne? Weil ich einfach am Limit meiner Kräfte war. Das war ja, wie gesagt, jetzt in der ersten Maiwoche dieses Jahres selber Verdacht auf Schlaganfall und in der gleichen Klinik eingewiesen worden bin. Da hat bei mir oben im Hirn einen Schalter sich betätigt. Weil ich habe gedacht, wenn dir was passiert, kannst du die Pflege nicht machen und dann geht er ins Heim. Und das haben wir uns ja versprochen. Wie in guten, wie in schlechten, nicht ins Heim. Morgens, circa 9 Uhr, so mal rauf, mal runter, komplette Pflege von Kopf bis Fuß. Wird er gewaschen, gepflegt, eingecremt, neu angezogen. Wir ziehen ihn jeden Tag neu an. Dann machen die im Rollstuhl die Zähne, die Brille. Also das machen die komplett. Ich stehe nur dabei, weil er ängstlich ist. Also ich helfe da nicht mit. Nur wenn mal meine Hand gebraucht wird, selbstverständlich ist die dabei und helfe mit. Also ohne diesen kompetenten Pflegedienst hätte ich das alleine gar nicht geschafft und gar nicht gewusst, wie. Weil der musste auch gedreht werden. Und das sind Sachen, die ich ja anfangs gar nicht wusste. Und dann mit der Zeit auch reingewachsen bin. Also ich habe denen viel abgeguckt und sehr viel gelernt von dem Pflegedienst. Und der Physiotherapeut hat aber nicht aufgegeben, um irgendwas ins Haus bringen zu lassen, dass er trotzdem weiter die Muskulatur in Arm und Bein ein bisschen trainiert. Und da haben wir halt dieses Fahrrad bekommen. Das ist dann auch beantragt worden vom Neurologen, hat das bestätigt. Und dann machen wir jetzt auch 3 bis 4 Mal die Woche, setze ich ihn an das Fahrrad und lasse ihn da trainieren, 20 Minuten. Das ist wichtig, also der Therapeut, der ist also für mich ein A und O gewesen als Begleitperson. Der hat sich da so eingesetzt. Und wenn derjenige Angehörige sich das zutraut, auf jeden Fall weitermachen. Die Hoffnung nicht aufgeben. Das wäre das Schlimmste, was man machen kann, wenn man selbst aufgibt. Mühle, das kannst du mir einen wegnehmen. Nimm einen weg. Nimm mir einen weg. Ja, so. Du hast schwarz. Ja, wenn ich also aggressiv bin, dann stehe ich manchmal dann auch vor die, meine Güte, was willst du eigentlich von mir? Tue ich denn nicht genug? Ich kann dann einfach nicht verstehen in meiner Wut, dass er nicht versteht, dass ich mir den Arsch aufreiße, 24 Stunden. Und dann auch noch mault und mault und mault und dann im Nachhinein, wenn ich meine Wut dann auch mal ab, denke ich, meine Güte, er kann ja gar nicht dafür, er ist ja krank. Gehe ich wirklich Fahrrad fahren und ein paar Sekunden oder eine halbe Minute auf den Stepper, dass ich wenigstens etwas für mich tue, meine Aggression damit abbaue. Und ganz alleine, ohne Pflegedienst und ohne Nachbarschaftshilfe und ohne Sonstiges, darf man sagen, kannst du mal gerade auf ihn aufpassen oder ich muss einkaufen. Geht nichts. Also
Man muss schon Hilfe in Anspruch nehmen. Es dauert lang, bis ich das gemacht habe. Es hat lang gedauert. Aber dann, man hat mich da, also ich selbst habe mich da in die Enge getrieben und einfach bis zum Limit gearbeitet. Und jetzt ist der Groschen gefallen. Und wenn man es einmal ausprobiert hat und nur Gutes erfährt, dann macht man weiter und nimmt den Nächsten und fragt, kannst du mal.